oberen Rand der roten Linie liegt Alice Springs. Am unteren Endpunkt liegt Adelaide, die Hauptstadt von Südaustralien, mit dem Flugplatz Gawler. Den hatten wir uns am Ende unserer erfolgreichen Weltrekordsaison 1988-89 als Ziel für den Heimflug ausgewählt. Das war eine anspruchsvolle Aufgabe, 1320 Kilometer und das zum Ende der Saison. Aber die Vorhersagen waren gut, sie versprachen Rückenwind und Cumuli auf der ganzen Strecke. Leider war die Vorhersage falsch. Alice Springs liegt auf 600 Meter Höhe, Gawler auf Meereshöhe. Wir mussten deswegen tief ausklinken, um die damaligen Regeln zu erfüllen. In der Thermik, Klappen raus. Wir haben eben ausgeklinkt in 500 Meter Höhe. Und heute ist der 26. Januar und wollen versuchen, nach Gawler in Südaustralien zu fliegen. Die Ausklingzeit war 10.45 Uhr. Über dem Flughafen sind wir jetzt hoch genug, um sicher abfliegen zu können. Jetzt kommen wir bald an die Wolken, ne? Ah ja. Well, we are presently 50 miles out at 5,500. Das sind gerade mal 1000 Meter über Grund und das ist natürlich auch keine stolze Höhe für diese Gegend. Das Steigen wird besser und auch die Höhen sind angenehmer, jetzt schon über 1500 Meter über Grund. Das ist aber ruppig, ne? Windscherung, ganz toll. Aber wenn wir da mal durch sind, dann geht es wahrscheinlich. Ja. Das ist noch eine Mischzone, das ist noch nicht ganz echt. Nee. Alice Springs, do you read? Hotel Whiskey has passed. Rot ist unser Flugweg, blau der River Fink. Ein uraltes Flussbett ohne Wasser. Der blaue Kreis ist Siedlung Fink. Der horizontale Strich südlich davon ist die Grenze zu Südaustralien. Ohne Rückenwind und mit nur norddeutschen Steigwerten hatten wir Gawler schon aufgegeben, hofften aber immer noch auf das Eintreffen der Vorhersage und damit auf die Möglichkeit, die landbaren Gebiete im Süden zu erreichen. In Europa würde man diese schwarzen Flecken für Wälder halten, aber das sind keine Wälder, hier gibt es keine, das sind Wolkenschatten. Meinst du, es wird jetzt besser? Ja. Mann, das geht ja hier. We are presently coming to the scrub about 330 kilometers from Alice Springs. Mind you, that's kilometers, not miles. Das ist Unadatta. An der alten Bahntrasse, die dann aber aufgegeben worden ist, weil es durch Überschwemmungen manchmal zu wochenlangen Unterbrechungen der Verbindung zwischen Adelaide und Alice Springs kam. Jetzt dämmert der Ort vor sich hin, hat auch noch einen Flugplatz für gelegentliche Landungen der Flying Doctors. Kann ich auf Kumuli sein? Über den Bergen? Über den Bergen, da nehme ich auch an, dass da was kommt. Aber da vorne wird es blau, das sieht man schon drüben. Ja. Aber wir kurbeln jetzt am Nilskrieg. Wie viel Fuß? 11.000. Well, just the last few cumulus and then I can look down on an inversion. Das war jetzt die letzte Wolke, ne? Ja, da kann auch noch mal was kommen. Müssen wir schön aufpassen. Das war der beste Bart des Tages. Höher sollten wir den ganzen Tag nicht mehr kommen. Aber das wussten wir zu der Zeit noch nicht, Gott sei Dank. Hier muss es viel geregnet haben. Die schwarzen Flecken in den Krieg sind Wasser. Das erklärt das schlechte Steigen. Was denn? Schönes Haben. Ja. Überall Wasser.
und nur 1000 Meter hoch. Von solchen lokalen Ereignissen wusste auch der Wetterdienst wenig. Unglaublich, in dieser Mondlandschaft wohnen Menschen. Darauf deutet jedenfalls dieses Bohrloch hin, in dem die Rinder ihr Wasser finden können. Jetzt bloß konzentriert fliegen und nicht auch noch den schwachen Bart verlieren. Pause. Nee, warum denn das? Parachellen sind ja noch. Krümel, wir sind doch noch so, es ist noch so früh am Tage. Wir kommen doch noch bis da hinten zu den hohen Bergen. Da ist eine Landefläche. Das ist der, wie heißt das da gleich, der St. Mary Creek. I go back to Lee Creek frequency, but I proceed towards Filipina. 110, 110, 15, 18 110, 20. Okay, and this was a forecast wind or was it a measured wind? It's a forecast wind. If you want measured, we'll have to try and get them off the mid for you. Oh, please do. It's important for me. Roger, it may take some time. Okay, that's okay. Lee Creek und Filipina sind die nächsten Landeplätze. Wind und Sonnenuntergang müssen dabei berücksichtigt werden. I am presently a beam 270 degrees from Lee Creek over the lake, over Lake Torrance, eastern border. Den schöneren Landeplatz Filipina Point haben wir aufgegeben. Dort wären wir in der Dämmerung angekommen und das ist in Australien zu riskant. Das sieht gefährlich aus, ne? Kümmel ist doch ein Erlebnis, ne? Durch flotte Sprüche versuche ich Karins Ängste zu unterdrücken. Ich weiß, dass sie dem Rechner nicht traut, aber ich bin mir sicher, dass wir im guten Gleitwinkel sind, genügend Fahrt, genügend Höhe haben. Beide gehen auf. Die Wasserventile haben sich gleichmäßig geöffnet. I'm just over the last, over the road that goes through the mountains, where there's a dam. Kein Mensch ist nach so einem anstrengenden Flug so quick und fit wie am Morgen. Bei mir merkt man es an der Sprache. So I'm having a look at the field and then I land in on 1-1.
on the ground. Glider Hotel Whiskey has safely landed at Lee Creek. I wonder if you could make a phone call for us. Das war alles vor GPS und den Hilfsmotoren. Und trotzdem muss ich als alter Motorflieger sagen, dass ich mich in Schleichers ASH-25 wohler gefühlt habe über diese grausigen Gegend als in meinem einmotorigen Motorflugzeug.